Angela! It is time. Stop working. And start drinking. Carsten und ich sitze hier gerade so schön und habe auch vorhin schon Filmklassiker fertig gemacht. So, und ich dachte, oh, wenn wir schon mal hier sitzen, was, dann machen wir gleich weiter. Ne? Ich habe hier ein paar Trailer für euch gefunden. Und zwar als allererstes habe ich jetzt zu der Serie Herr der Ringe, habe ich hier einen Trailer für euch. Und ich würde sagen, ja, wir schauen einfach mal rein. Was sagt meine Kamerafrau? Herr der Ringe als Serie, was meinst du? Muss ich sehen. Also, da meinst du, das wird was? Könnte sein, ja. Ja, wir haben ein paar Freunde, wie gesagt, und die sind da auf jeden Fall von begeistert und meinen, das könnte richtig was werden. Und ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das was wird, aber lass uns überraschen. Wir schauen einfach mal rein, Freunde. Freunde, was hast du? Ja, das sei, viel, ne? Das sei, ja gut, das sah aber jetzt schon ganz interessant aus. Die Frage ist halt, zu welcher Zeit spielt das? Ich denke mal vor Hobbit vor allem. Ne? Das erste Zeitalter oder was, denke ich mal. Wie gesagt, und wo dann halt dann irgendwann die Ringe geschmiedet wurden oder was. Ich weiß nicht, ob Sauron halt hier, mit dem Komet vom Himmel gefallen ist oder was, wie gesagt, kann ja sein, keine Ahnung, dass der halt gar nicht dahin gehört nach Mittelerde oder was, wie gesagt, habe ich jetzt einfach mal so rausgehauen. Was meinst du? Ja, irgendwas ist ja vom Himmel gefallen, so. Ja, ja, was soll es sein, ne? Ich bin echt gespannt, was das ja, gibt. Kann ja nur was Böses sein, so, ja. Was soll es denn sein, ja? Ja, weiß ich nicht, ne, ob... ich sage, Herr Sauron halt irgendwie ein Alien war oder so, keine Ahnung. Aber ich denke mal, Prime, kein Problem, haben wir. Können wir uns auf jeden Fall anschauen, ne? Ja. Ja, würde ich sagen, mal was, wie gesagt, haben wir den ersten Trailer zu Herr der Ringe, zu der Serie. Und ich gucke mal, ob ich noch was für euch finde. Macht's gut. Ciao. Nice.